Einen schönen guten Abend, liebe Abonnentinnen, Abonnenten. Ja, ich möchte heute über ein Spiel reden, was zumindest ich persönlich gar nicht so auf der Rechnung hatte. Das sich aber scheinbar größerer Beliebtheit erfreut, als ich dachte. Und zwar rede ich von Kirby Triple Deluxe. Nach, ja, gerade mal sehr kurzer Zeit ist das Spiel in Japan in der ersten Verkaufswoche fast ausverkauft. 214.208 Mal hat es sich verkauft. Das sind die digitalen Verkäufe dann natürlich nicht mit einberechnet. Und damit 92,02% der ausgelieferten Kopien. Und das ist verdammt gut. Natürlich in den absoluten Werten nicht so hoch. Aber trotzdem, wenn man bedenkt, was man erwartet hat, kann man damit auf jeden Fall zufrieden sein, wie sich das in Japan verkauft hat. Spiel scheint also dementsprechend beliebt zu sein. Und ja, mich würde interessieren, ob ihr dieses Spiel auf der Rechnung hattet und ob ihr es holen möchtet, sobald es in Deutschland draußen ist. Es wird bestimmt veröffentlicht werden. Und was allgemein der Eindruck vom Spiel ist, man hat ja wirklich sehr wenig bisher davon gesehen. Schreibt es mir in die Kommentare.